Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich so einen relativ kurzen, knappen Jahresrückblick für dich, weil ich möchte euch gar nicht allzu lange von Heiligabend abhalten. Also ja, wenn du Bock drauf hast, noch ein kleines bisschen 2022 mit mir Revue passieren zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich dieses Jahr diesen Satz gesagt habe. Sehr, 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 sehr häufig. Und ich glaube, nur in der Woche, wo ich Julius zur Welt gebracht habe, habe ich dann auch mal darauf verzichtet, jeden Tag ein Video hochzuladen. Dafür habe ich dann quasi im Herbst 2 Videos pro Tag hochgeladen, weil die Adventskalendersaison dermaßen abging, dass ich sie jetzt auch noch nächstes Jahr ein bisschen verlängern muss, denn da stehen noch ein paar quasi im Raum hinter mir. Ihr Lieben, zuallererst möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ihr einfach großartig seid. Ihr habt dieses Jahr so auf die Kacke gehauen. Ihr habt richtig reingehauen, Kommentare geschrieben, geliked, mir Liebe dagelassen. Ihr habt mich supportet und bei meinem Traum unterstützt, bei meinem Weg unterstützt. Ihr seid einfach die ganze Zeit mit dabei gewesen und einfach so wundervoll. Ja, die 30.000 haben wir dieses Jahr nicht geknackt, was aber nicht so wild ist. Ich mache trotzdem an diesem Tag eine dicke, fette Verlosung. Übrigens, frohe Weihnachten, Leute. Es ist Heiligabend, wo das Video online kommt, Claudinchen. Du solltest vielleicht mal etwas mehr Struktur in dein Video reinbringen. Ich versuch's. ja, es gibt 28 Sachen zu gewinnen in diesem Video. Ich habe 4 original verpackte Adventskalender, die ich verlosen werde. Ich habe diverse unausgepackte Beautyboxen, die ich doppelt bekommen habe, wo ich nicht dazu gekommen bin, dann auf Instagram zum Beispiel eine Verlosung zu machen. Und dann werde ich den Rest auffüllen mit selbstgepackten Beautypaketen. Seid mir nicht böse drum, wenn ich jetzt nicht irgendwie sage, du kannst dir aussuchen, welchen Gewinn du möchtest, weil tatsächlich bei 28 Gewinnen ist es dann natürlich ein bisschen krass. Oder runde ich auf 30... Bin ich so wild? Komm, wir machen 30 draus, okay. Und dann werde ich quasi, ja, eine Woche nachdem dieses Video fertig ist, ne, werde ich dann entsprechend auslosen. Das dürfte dann sogar Silvester sein oder 1.1. Crazy, Leute. Ja, so dass das erste Jahr dann quasi mit einer richtig krassen Auslosung kommt. Also haltet dann auf jeden Fall euer Postfach im Auge. Ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne vorbei. Das ist super easy peasy. Mich abonnieren, Like da lassen, bla, so ein bisschen was in die Kommentare reinschreiben, wäre ganz nice, ne? Und ja, ich drücke euch die Daumen. Viel Glück, viel Erfolg. Und wie gesagt, 30 Gewinner. Ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, wie viel ich aber über das ganze Jahr gezogen habe. Das sind, also wie viele Gewinner, ne? Das sind halt auch irgendwie Hunderte gewesen. Ja, 2022 ist super turbulent gewesen. Das war ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe gelacht, geweint, geschrien, geschwiegen. Ich habe alles Mögliche gemacht. Das war richtig krass und dann bin ich auch noch mittendrin schwanger geworden. Also richtig, richtig heftig. Und ja... Wow, also ich glaube, so ein turbulentes Jahr habe ich noch nie gehabt und bei vielen von uns ist es so, dass wir sagen, das kannst du eigentlich auch ein bisschen in den Tonne kloppen, weil super viele Sachen auch vorgefallen sind, die uns alle hart auf die Nerven gegangen sind. Sei es der Krieg in der Ukraine, sei es, dass wir immer noch mit dieser Nervkacke-Pandemie zu kämpfen haben. Ja, da sind viele Dinge vorgefallen. Die Leute auf dem Zahnfleisch haben gehen lassen, mich auch. Also es gab wirklich viele Momente, wo ich auch gedacht habe, boah, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. Wo ich auch sagen muss, Mensch, da habe ich tatsächlich dann auch mal so ein bisschen überreagiert. Auch da muss ich sagen, sollte irgendwer sowas abbekommen haben und das vollkommen zu Unrecht, von Herzen, es tut mir wirklich leid. Denn manchmal war auch ich etwas neben der Spur. Es ist einfach eine Extremsituation für uns alle gewesen, glaube ich, ne? Und das habe ich einfach auch als Content Creator gemerkt, dass ich Kommentare bekommen habe, wo man gemerkt hat, dass man doch einfach auch irgendwie so ein Stück weit der Mülleimer der Gesellschaft geworden ist, wenn man sich halt irgendwie als öffentliche Person oder Person des öffentlichen Lebens präsentiert oder zeigt, ne? Dass man da dann auch mal auf den Deckel bekommt. Also mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen ich dieses Jahr auch darüber gesprochen habe, was man alles sich so gefallen lassen muss in unserem Job. Puh, richtig heftig.
Ja, das war so die Schattenseite der ganzen Geschichte. Außerdem sind dann auch noch zwei sehr geliebte Menschen, sowohl von meinem Freund als auch von mir aus der Familie, aus unserem Leben gegangen. Krass, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen spirituell unterwegs seid. Der Akku war voll, als ich mit dem Video gestartet bin, was ja noch gar nicht so lange her ist. Und also hat wirklich volle drei Balken angezeigt und jetzt gerade ist die Kamera ausgegangen, weil der Akku auf einmal leer war. Ne? Manchmal ist es ein bisschen weird, vielleicht sind hier gerade ein paar Engel bei mir mit im Raum. Hart. Okay, also, auf jeden Fall ist der Opa von meinem Freund Anfang des Jahres, also im Januar, verstorben. Mein Opa ist im September, Ende September verstorben. Und deswegen wird dieses Jahr Weihnachten auch für uns eine etwas andere Erfahrung. Gleichzeitig haben wir der Liebe unseres Lebens das Leben geschenkt. Also Julius ist auf die Welt gekommen. Also es sind für uns so viele emotionale Sachen auch bewegt worden. So dass ich sagen muss, dieses Jahr war hardcore für mich, war hardcore für uns und ich glaube auch für viele von euch. Und deswegen wünsche ich euch, dass 2023 für euch alle, für jeden von euch einfach das Beste rausholt, für jeden von euch. Und dass ihr die Möglichkeit bekommt, durchzuatmen, dass ihr die Möglichkeit bekommt, neue Sachen zu wagen. Für mich war dieses Jahr auch quasi so das erste Jahr in der Selbstständigkeit. Es war auch eine ganz neue und sehr interessante Erfahrung. Gleichzeitig dadurch, dass ich dann auch schwanger geworden bin im März, April, so den Dreh, war das halt auch nochmal zusätzlich irgendwie alles verrückter für mich. Ich habe mein erstes Buch ausgebracht. Ich habe mein erstes Buch zu Ende geschrieben. Vielleicht auch bald das zweite, man weiß es nicht. Und Es ist auf jeden Fall so viel passiert, Leute. Ich bin überwältigt von diesem Jahr, bin aber ehrlich gesagt auch fertig mit diesem Jahr und froh, wenn es vorbei ist und ich dann einfach nächstes Jahr frisch starten kann und sagen kann, jetzt geht's wieder von vorne los, neues Jahr, neues Glück. Man kann wieder nach vorne schauen und vielleicht neue Projekte angehen und irgendwie voller Elan in das neue Jahr reinkommen und so, ne? Also dieses Jahr war echt heftig, auch mit Korfu und so. Also was ich auch gerade so in meinem Kopf durchgehe. Ne? Die ganzen Events, die ich besuchen durfte, wo ich auch mit meinen Kooperationspartnern zusammen war, mit Dalton auf Korfu, wo ich dann auch Melly live und in Farbe kennengelernt habe. Wundervoll. Wo ich auf der Glow war in Essen und auch einige von euch treffen durfte. Wo Sarah Isabel habe ich live und in Farbe kennengelernt. Danny habe ich kennengelernt. Maxim habe ich kennengelernt. So viele Menschen, so viele neue Eindrücke. Die ganzen Trashy-Mädels, die ich dann auch auf der Glow treffen durfte. Oder auch später bei dem Dalton-Event. Nicole habe ich getroffen. Katrin habe ich getroffen. Amelie. Ich habe so viele Leute. Es ist so schön, dass man halt auch einfach so ein bisschen wieder ein ganz kleines Stück Normalität bekommen hat und ich freue mich auch auf nächstes Jahr, wo ich dann auch weiter Menschen kennenlernen darf und treffen darf und ja, weitere Wege gehen darf mit vielen, vielen wundervollen Menschen. Also ich bin, ihr merkt das auch so kopfmäßig, ich habe dieses Video, ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich habe nichts groß strukturiert, ich habe nur gesagt, okay, ich mache hier eine schöne Verlosung, erzähle ein bisschen was, was ich so dieses Jahr erlebt habe und bedanke mich natürlich auch von Herzen bei euch, ne? Also verrückt, was so passiert ist und ich bin einfach aufgeregt, was passieren wird im nächsten Jahr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was so euer Moment des Jahres 2022 war. Für mich ist es relativ simpel, das einfach zu sagen, das ist die Geburt meines Sohnes, das ist das Heftigste, was mir überhaupt je in meinem Leben passiert ist und auch das Allerschönste, gleichzeitig auch etwas sehr Verrücktes, das habe ich euch auch erzählt, dass da alles ein bisschen schief gelaufen ist, mit der Bradykardie und mit der Notsektion, es ist halt alles so ein bisschen, so wie das Jahr überhaupt war, ne? Ist halt auch tatsächlich die Geburt von Julius dann verlaufen und alles ist irgendwie so aufregend gewesen, aber ich muss sagen, dass ich auch nicht so allzu traurig wäre, wenn vielleicht jetzt mal so ein bisschen Ruhe reinkommen würde. Ich versuche mich auf jeden Fall so ein bisschen auch zwischen den Jahren auszuruhen und auch so Weihnachten und auch den Silvester und so weiter, ne, alles ein bisschen entspannter anzugehen, um dann wirklich voller Energie 2023 wieder durchzustarten mit euch zusammen. Und da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Also klar, von meinem Content hier wird sich nicht allzu viel verändern. Ich bin natürlich jetzt Mutter, sodass dann auch ein paar Punkte dann sich
hier hineinspielen werden. Also bei Hauls sieht man Babysachen. Aber ansonsten bin und bleibe ich eine Beauty-Jigse und habe hier richtig Bock drauf, mit euch die geilsten, krassesten Produkte auszuprobieren und zu testen, mich weiter in dem ganzen Beauty-Boxen- und Adventskalender-Game aufzuhalten und einfach mit euch so durch die Beauty-Welt durchzugleiten. Und da habe ich einfach richtig, 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 richtig Laune drauf. Muss ich sagen, doch. Also das macht mir Spaß und ich hoffe, dass ihr mir auch dann treu erhalten bleibt. Das wäre richtig cool. Und ja, dann wäre es das auch schon von mir gewesen. Wie gesagt, ich will euch nicht allzu warten, zu lange abhalten. Gönnt euch hart wirklich an Weihnachten, übertreibt es nicht, aber schon so ein bisschen. Und vor allem das Allerwichtigste, bleibt gesund und glücklich. Das sind so die beiden Sachen, die ich euch gerne wünschen möchte. Und ja, 30 Leute kann ich in diesem Video glücklich machen, in dem Sinne, dass ich dann 30 Mal was verlose und dann halt auch Pakete raushauen werde. Und ja, dann wäre es das auch hier von mir gewesen. Ihr werdet trotzdem noch jeden Tag hier ein Video von mir sehen, ist klar. Aber ne, dass ihr dann schon mal zu Weihnachten einen kleinen Gruß von mir bekommen habt. Und ich wünsche euch trotzdem schon mal eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten und dass es eine besinnliche Zeit ist und euch niemand auf den Keks geht und ja, alles Schönes. Das wünsche ich euch von Herzen und in diesem Sinne, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Ich glaube somit meinen Zuschauerpaketen oder so. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!